Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt nach sehr langer Zeit mal wieder hier auf dem Kanal. Ich habe mich dazu entschieden, mal Spirit of the North aufzunehmen und das Ganze als Let's Play mal rauszubringen. Mal sehen, ich erwarte mal, dass das Spiel nicht allzu groß ist. Diese Games sind ja eigentlich eher so ein bisschen kürzer gefasst. Und ja, mal schauen, was daraus so wird. Dann wollen wir mal ein neues Spiel starten. Gleich erstmal die Musik ein wenig leiser machen. Die wird auch für euch gerade etwas laut sein. Es sei denn, ich regel die dann mal runter. Kapitel 1. Alles klar, so. Habe ich jetzt Optionen? Ja, habe ich. Weitere Optionen, das ist gut. Einstellungen nehmen wir doch mal. Die Gesamtlautstärke. Erstmal alles ein Stück runter. Das ist für euch auch nicht mehr ganz so schlimm. Belohnung? Oh. Interessant. Das schauen wir uns dann wohl etwas später mal an. Gut, das hat jetzt schon mal, glaube ich, soweit erstmal funktioniert. Oh cool, wir machen ja sogar den Schnee kaputt. Also im Sinne von, wir machen Schneespuren, wollte ich damit eigentlich sagen. Okay, was können wir? Ich habe gerade Steuerung gedrückt, ist Steuerung schnüffeln oder so, oder umschauen, ich weiß es noch nicht. Momentan würde ich mal sagen, laufen und springen. Schnell laufen finde ich gerade noch nicht. Aber werden wir bestimmt noch herausfinden. Kann ich damit irgendwas machen? Nein, ist nur Deko. Irgendwas auf der Maus? Nee, auch nicht. Könnte natürlich ja so frei sein und sich die Steuerung anschauen, das wäre ja viel zu einfach. Shift funktioniert noch nicht. Leertaste haben wir schon, E und F könnte ich nochmal ausprobieren. Passiert noch nicht allzu viel. Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal einfach weiter. Müssen die ganzen Sachen erstmal freischalten, denke ich mal. Ah, die Steine sind ja überhaupt nicht auffällig platziert oder so. Also gut hüpfen kann auf alle Fälle. Ich würde ja auch gerne sprinten, aber ich denke mal, das geht wahrscheinlich wegen dem hohen Schnee gerade nicht. Oder wir können es halt noch nicht, das ist die zweite Möglichkeit. Bleiben die Schneespuren eigentlich oder verschwinden die wieder? Die verschwinden langsam wieder.
Naja, dann hüpfen wir mal ein klein wenig durch den Schnee. Und schauen mal, wo wir ankommen. Ist tatsächlich auf der Unreal Engine aufgebaut. Die Animationen vom Fuchs sehen auch ziemlich gut aus. Die Grafik so ein bisschen Comic-Stil, aber nur so ein bisschen. Eigentlich eine schöne Mischung so. Ich teste hier auch gerade mal etwas anderes im Bereich der Aufnahme. Ich habe bis jetzt ja immer mit meiner AVR Media aufgenommen. Nehme jetzt einfach mal mit OBS auf. Einfach mal, um zu sehen, was hier passiert. Würde ja gerne schnüffeln oder irgendwas machen. Ich glaube, ich kann hier noch gar nichts machen. Mit R, na gut, mit R wird hier ein bisschen rumgeschnüffelt, aber das bringt mir noch nichts. Was war es noch? Q. Q ist auf alle Fälle noch da. Aber das ist noch nicht das, was wir brauchen. Was gab's noch? R. Habe ich R nicht schon ausprobiert? Nee, ich glaube nicht. Passiert aber noch nichts. Wir gehen einfach mal weiter. Das Skelett, das offenbart seine Geheimnisse bestimmt etwas später. Okay, diese. Ah! Okay, jetzt wird's interessant. Muss ich damit wieder zurück zu dem Skelett? Kann das sein? Alles klar. Etwas freigeschaltet. Hätte ich da hinten noch weitergehen müssen, aber ich glaube, da war nichts, oder? Sorry Leute, ich muss noch mal kurz zurück. Das sieht aus wie Asche, worauf ich hier laufe. Naja, sollen da wahrscheinlich nur Felsen sein. Ich gehe trotzdem noch mal zurück. Aber auch hier kann ich nicht sprinten. Oder ist der Fuchs verletzt? Nee, ist glaube ich eigentlich nicht. Ah, hier ist nichts, ne? Nee. Ja, ich weiß, ich hätte mich hier auch vorher umgucken können, aber sorry, bei so einem Spiel ist Erkunden ja immer ziemlich wichtig. Da kann ich es nicht lassen, da muss ich da unbedingt nochmal nachschauen. Huch. Vergleich zu manchen anderen Sachen, die ich sonst spiele, ist das ja schon regelrecht entspannend. Komplett ruhig hier. Naja, vielleicht ändert sich das noch. Ich frage mich, ab wann wir sprinten können. Warte mal, das ist Gehen. Steuerung gedrückt halten ist Gehen, Leute. Das heißt, ich sprinte schon die ganze Zeit? Kann ich mir eigentlich nicht so ganz vorstellen. Speichern. Kapitelfortschritt. Also ich wollte gerade bellen, aber das wurde automatisch gerade gemacht. Naja, wer hätte es gedacht. Wir haben einen magischen Fuchs. Alles klar, sollen wir da jetzt hinterher? Errungenschaft freigeschaltet. Das ist ja auch interessant. Kuh? Gibt's hier hinten noch was?
Die Dinger anbellen bringen mir auch nichts, ne? Nee. Hui. Auf nach unten, aber hier wird nichts sein. Nö, nichts Verstecktes. Oh, kann ich hier wieder raushüpfen. Schade, dass man hier drauf nicht schneller laufen kann. Wenn ich da runterhüpfe, wird das, glaube ich, nicht so angenehm. Ich gehe den langen Weg. Ich wollte doch gerade Q drücken. Lass mich doch. Ich hab doch gesehen, dass er da oben ist. Schön, dass ich gerade im Wasser hier die Videosequenz habe. Paddelt da jetzt da unten vor sich hin. Sogar, dass das Fell so nass wird. Interessant. Haben sie schick gemacht. Das muss man sagen. So. Also dann auf nach oben. Kann ja nicht allzu schwer sein hier am Anfang. Wenn die Collie denn vernünftig abgefragt wird, das ist das nächste Problem. Toll. Toll, dafür bin ich jetzt hier hochgeklettert. Krieg ich Fallschaden? Nee, aber es ist eine interessante Segelanimation. Es wird ja mehr so eine Art Rätselgame, würde ich mal sagen. Und wir müssen die Story hier rausfinden. Lauf mal mit. Eine Runde bellen. Das kann ich nicht, Junge. Er geht da einfach lässig hoch. Wo ist er hin? Da. Nächste Frage, kann man eigentlich überall wieder hin später? Das wäre dann das nächste. Man muss ja bestimmt... Oh, endlich! Ich bekomme Laufen. Ah, okay, dann habe ich keine Ausdauer mehr. Auch wenn ich dafür keine Anzeige habe, aber... Oh, cool! Schöne Rodelbahn hier. Verdammt, habe ich ihn jetzt verloren? Oder ist er schon weitergegangen? Ne, da vorne ist er. Alles gut, Leute, ich habe ihn. Hey, du. Wir begleiten eine Fuchs. So, machst du das bitte mal auf, Kollege? Oder was passiert jetzt hier? Da war eine Anzeige. Bellen. Helf mir mal, Junge. Ja, so geht doch. Hui. Bin schneller wie der Fuchs. Muss man echt voll aufpassen, ne? Das ist voll hell. So, auf der Aufnahme seht ihr den wahrscheinlich besser wie ich hier gerade, weil ich sehe es gerade auf dem Zweitbildschirm, wie die Aufnahme aussieht. Also ihr seht den noch ein bisschen besser, als ich jetzt hier auf meinem großen Bildschirm. Ich habe eigentlich eh einen viel hochauflösenderen, bloß für die Aufnahme wollte ich das jetzt nicht machen. Weil einerseits ist es jetzt theoretisch 21:9, das würde bei YouTube aber glaube ich eher ein bisschen problematisch sein, weil kaum einer irgendwie so eine Auflösung heutzutage schon hat oder kann oder wie auch immer. Obwohl viele sind auch nicht unbedingt für 21:9, muss man ja dazu sagen. Eisbahn. Wir rodeln eine Runde.
Ich glaube, ich habe den Fuchs schon längst überholt. Und das zweite wäre, es wäre 4K. Also gut, 4K wäre natürlich eine Möglichkeit, aber 4K ist bei mir automatisch auch dann wieder mit 21:9 verknüpft und das ja, macht es dann ein bisschen schwierig. Wie kann man die Dinger aktivieren? Das sind wahrscheinlich einfach nur Speicherpunkte, wie man da unten sieht. Da stand gerade wieder Fortschritt gespeichert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weiter muss oder ob ich den Fuchs schon verloren habe. Ich gehe mal davon aus, dass der noch vor mir ist. Oder auch nicht. Schon verdächtig, dass die Eisbahn nicht komplett runtergeht. Kann es sein, dass er jetzt weiter oben wartet und ich ihn noch hätte anmelden müssen? Ich hoffe mal nicht. Nee, kann nicht. Sonst würde jetzt hier nicht sowas sein. Dann komme ich ja nicht wieder zurück auf diese Art und Weise. Lang. Jetzt bräuchte ich so eine Schnüffelfunktion. Das wäre jetzt schon mal eine sehr praktische Angelegenheit. Ich kann auch aber schnell hüpfen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier ist nichts. Boah, ist die Musik immer noch so laut, oder? Ich glaube, ich muss das echt mal leiser machen, so. Ah, ist das jetzt in Ordnung oder zu leise? Ah, verdammt. Den richtigen Punkt zu finden, ey. Herzlich willkommen beim Fuchs-Einstellungssimulator. Heute gibt es nichts anderes als Audio-Einstellungen. Der Fuchs Walking und Rudel Simulator, das ist natürlich auch noch mit dabei. Und wieder speichern. Wo muss ich überhaupt hin? Ich renne einfach immer nur die ganze Zeit. Das mit diesen Geistern, das mit dem Skelett, das ist doch 100 Pro irgendwie eine Aufgabe, dass ich dann da ganz viel irgendwie suchen muss. Boah, wie lang ist denn das? Oh, ein verlassenes Gebäude. Oh, hier sind Ruinen. Oh, da ist wieder ein Skelett. Ich will ihn erlösen. Wie kann ich ihn erlösen? Ich kann bestimmt irgendwo, kann ich ihn erlösen. Hier drin? Da drin? Irgendwo. Ah, okay. Es ist wieder so ein Stab. Frage ich mich, kann ich da... Ja, kann ich einfach so rauslaufen. Okay. Ist jetzt nochmal zwei oder habe ich noch einen vergessen? Und was bringt mir das? Sind das einfach Sammelobjekte? Ich gehe mal davon aus. Die ganzen Verstorbenen hier erlösen. Jetzt kommt unten bestimmt wieder diese Anzeige. Da, aber da fehlt einer, oder? Zwei auferstanden, aber da fehlte doch einer. Ach verdammt, sagt nicht, da war schon einer auf dem Weg irgendwo. Ist nicht unmöglich. Ist nicht unmöglich. Ich gehe hier. Komm ich da rein? Ah, Alpha-Wand! Der Fuchs gegen die Alpha-Wand. Ich kann nicht mal gegen die Alpha-Wand beißen oder sowas. Er hat ja gar keine Beißfunktion. Na gut, okay, keine. Keine Ruinenbesichtigung, wir gehen weiter. Ah, der kann auch bellen. Der hat einen kleinen Grafikbug von der Mitte aus. Oder nee, warte, die Grafikbugs kommen vom Boden. Ich nehme die Rodelbahn. Geht schneller oder auch nicht. Hier ist kein. Oh, Moment mal, ich kann hier hüpfen.
Aha, das ist der Plan. Spart ein bisschen Zeit. Naja, ich mach's einfach mal aus Spaß. Ich dachte, ich versuch das mal mit dem Game hier. Der ist tatsächlich so Grafikfehler, ne, von dem Leuchten. Oder nee, das sind keine Grafikfehler, das ist Absicht. Obwohl, das da rechts ist ein Grafikfehler, diese Linie. Seht ihr die? Wenn ich mich bewege, ist die auch in der Aufnahme? Jetzt ist sie weg. Hallo? Ja? Soll ich mich... Warte mal, wie kann ich denn... Soll ich mich auch hinsetzen? Ja. Und damit kann ich bellen. Soll ich mich hinsetzen? Wie war hinsetzen? Hat sich das einer gemerkt? War nicht irgendwas mit hinsetzen? F ist irgendwie wahrscheinlich, wenn ich da... E ist einfach nur Schwanzwedeln. Q ist wahrscheinlich vereinen. R, wieder raus. Nee, hinsetzen kann ich mich eigentlich nicht. Ich will immer mit Escape da raus, das geht aber nicht. Ich gehe einfach mal weiter. Ich sehe gar kein Eis, aber er rutscht trotzdem. Hier ist wieder Eis. Der arme Fuchs, der muss schon keine Pfoten mehr haben. Oh, da rennt er. Haben sie schon ganz schick gemacht. Ich will keine Skelette verpassen oder sowas. Aber aus dem Wasser raushüpfen kann ich auch nicht. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Wir wenden mal. Das sieht schon cool aus da. Aber ich glaube, ich habe schon eines von diesen Skeletten übersehen. Also wenn die Anzeige da korrekt ist. So, wolltest du dich noch schütteln? Ah, hab ich vergessen. Du wolltest dich bestimmt noch das Wasser abschütteln. Und du? Der niest die ganze Zeit. War das jetzt die Pilzsporen oder was geht da ab? Abwärts. Ich würde jetzt mal raten, das war Kapitel 1. Eventuell. Kann sich doch hinsetzen. Kapitel 2. Wie viel Kapitel das wohl hat? Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt verletzt? Das ist doch wieder Speichern hier, oder? Ja, natürlich. Ich humpel mir hier so ein zurecht. Ich kann doch nicht mehr springen. Das habe ich mir fast gedacht. Wie haben sie das denn gemacht? Achso, der hat Pfote kaputt. Bein kaputt. Musik auch gut gemacht, muss man sagen. Ist jetzt hoffentlich kein Skelett oder so. Ich habe gerade geringfügig Probleme. Kann jetzt gerade keinen Zauberstab herholen, um irgendwelche Seelen zu erlösen. Fuchsstatue.
wollte mich da einfach zulegen. Pass auf, Licht. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. Doch, ich geh ins Licht. Kann ich hier was machen? Nein, ich soll weitergehen anscheinend. Oh, was ist das? Sicher jetzt erst. Na gut, wir gehen weiter. Also so schnell wir können. Macht. Soll ja laut Beschreibung eine Füchsin sein, also. Also diese magische da vorne. Ein Geist. Nein, da sind Skelette, aber ich kann nichts machen. Das ist rot. Da stimmt was nicht. Falsche Farbe. Okay. Vulkanausbruch? Und alle tot? So sieht das bald aus. Knochen über Knochen. Sind das alles Knochen? Kann das sein? Oh, der wartet sogar auf mich. Das ist ja cool. Oh, da ist wieder ein Stab. Den muss ich jetzt, den muss ich jetzt fertig machen hier. Nehmen wir den mal mit. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich kann gerade nicht bellen. War da irgendwas? Wo ich den hätte für gebraucht oder kommt das gerade noch? Es knistert. So, ist das Bild. Da, da liegt er. Da oben drauf. Ich weiß nicht, habe ich einen übersehen oder ist das wirklich... Ich gebe ihm den Stab mal wieder. Eigentlich dürfte ich jetzt ja dazwischen keinen übersehen haben, oder doch? Ich weiß es nicht. Die Seelen lösen sich auf. Da schon wieder. Es wird immer einer übersprungen. Ist das normal? Heißt das, dass ich alle habe oder nicht? Oder ich habe jeweils einen dazwischen nicht. Wenn es überhaupt die Reihenfolge ist, das ist die nächste Frage. Will man gar nicht so viel sagen, wenn man sich das hier so anschaut. Einfach wirken lassen.
War der Boden eben schon da oder habe ich den bloß nicht richtig gesehen? Irrlicht. Ja, wir haben eine neue Errungenschaft und wir scheinen die Magie in uns zu tragen. Wir leuchten jetzt selber die ganze Zeit so einen Schein. R, F, T. Kann ich aber noch nicht benutzen. Ja, ich würde sagen, was ich jetzt mit dieser Magie anfangen kann, das werde ich dann in der nächsten Folge mal ausprobieren. Es ist nicht das ultimativ actiongeladenste Game, aber es ist mal ein bisschen was anderes. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, das einfach mal ein bisschen mitzuverfolgen. Und vielleicht sieht man sich dann ja in der zweiten Folge wieder. Hier von Spirit of the North. Also, bis dann Leute. Ciao.